Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es wieder soweit und wir spielen die nächste Runde Bukopoli. Ich kann es kaum abwarten. Falls ihr mein Video von hoffentlich gestern gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass meine Leseliste für den Monat Juni komplett ausgelastet ist und dass da auch gar nichts mehr geht eigentlich, irgendwie was zwischenzuquetschen. Trotzdem möchte ich die Runde Bukopoli ganz normal spielen. Einfach, dass ich auch eine andere Auswahl noch ein bisschen zwischendrin habe und einfach, weil das Spielen Spaß macht. Deswegen, ja, machen wir das Ganze trotzdem, obwohl die Chance, dass ich diese Bücher schaffen werde, sehr gering ist. Also letzten Monat hatte ich ja unter anderem einmal der Geisterbaum, dann der Pfad und dann noch Hunting Souls gezogen. Und der Pfad und der Geisterbaum, die habe ich beide geschafft. Und ich plane auch Hunting Souls zu schaffen. Also ich habe jetzt noch 2 Tage Zeit, ja, die Bücher zu lesen, beziehungsweise eigentlich nur noch so ein bisschen einen Tag und den halben heute. Ich bin etwas über die Hälfte inzwischen, aber ich komme auch, also ich finde, es liest sich sehr, sehr schnell. Deswegen, ich plane auf jeden Fall noch, dieses Buch auch noch im Mai zu beenden. Ja, deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich im Mai alle 3 Bücher geschafft habe. Und das ist endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, weil mit Bukopoli hat es ja schon länger nicht mehr so geklappt, muss ich sagen, was das Lesen angeht. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt, was jetzt diesen Monat so passiert. Und deswegen würde ich sagen, ich fange auch einfach direkt wieder an zu würfeln und mir die Bücher zu erspielen. Ja, und ihr könnt bei zugucken. Das Spielfeld ist aufgebaut und zuletzt war ich auf über 500 Seiten, deswegen starten wir von dort aus wieder. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Starken Stark mit einer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir starten doch nicht stark. Och nee. Okay. Ein Klassiker. Welch Freude. Oh, kann das jetzt eher. Ein Klassiker. Okay. Ist dieser Monat schon wieder verflucht? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie ein Flashback. Oh, eine, zwei, eins, zwei. Okay. Fantasy oder Science Fiction. Das ist doch schon mal etwas, was ich sehr mag. Deswegen, das ist doch mal ein schönes Feld. So, und jetzt kommt schon der letzte Wurf. Es geht immer so schnell. Eine vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott, freie Auswahl. Okay. Okay. Sehr gut. Bis auf diesen kleinen Aussetzer. Es ist eigentlich ganz gut und wir haben wieder keine Ereigniskarte gezogen. Ganz verrückt. Aber ja, ich suche jetzt mal die Bücher raus und dann zeige ich sie euch gleich. Ich habe meine Auswahl getroffen, aber es hat wieder eine halbe Ewigkeit gedauert. Ich kann mich immer so schwer nur entscheiden. Das ist richtig schlimm. Aber gut. Ich hatte als erstes Klassiker gezogen und da habe ich jetzt ein Buch ausgewählt, was ich schon mal auf meine Bukopoli-Leseliste gesetzt hatte, aber dann nicht geschafft habe. Ja, aber ich habe mal durchgeguckt, das ist jetzt somit das dünnste Buch an Klassikern, was ich hier zu Hause habe. Ja, und deswegen ist die Chance größer, wenn es kürzer ist, dass ich es vielleicht doch irgendwie reinquetschen kann in den Juni. Genau, deswegen habe ich es jetzt einfach nochmal ausgewählt. Und zwar spreche ich von Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Ja, das hier spielt in New York in den goldenen 20ern und Jay Gatsby führt ein Leben im absoluten Überfluss. Er hat alles, ja, was man nur so haben kann an Gütern und ihm fehlt aber trotzdem etwas Bestimmtes, nämlich möchte er seine große Liebe Daisy zurückgewinnen. Genau, und da geht es hier in diesem Buch drum. Ich habe den Film ziemlich gemocht und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was dieses Buch dann für mich bereithält. Als nächstes hatte ich ja dann noch Fantasy oder Science Fiction. Und da hatte ich mich jetzt eben gerade schon für ein Buch entschieden und habe dann aber feststellen müssen, als ich mal reingeblättert habe, weil ich habe 2 Bücher aus, ja, davon, von der Autorin und hatte die einfach mal so blind gekauft, weil ich es ganz hübsch fand. Habe jetzt aber festgestellt, ich habe Teil 3 und 4 hier zu Hause. Teil 1 und 2 leider nicht. Es ist wieder typisch. Es ist wirklich einfach wieder nur typisch. Ja, und deswegen habe ich mich dann jetzt komplett umentschieden und habe jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen geschummelt, aber ich habe sehr arg ausgedehnt. Und zwar habe ich mich jetzt hier für einen Manga entschieden, nämlich den zweiten Teil von Hell's Paradise. Ich habe ja die Reihe, war das letztes Jahr, wo ich den ersten Teil gelesen habe? Ich meine ja.
Und es hatte mir richtig gut gefallen und ich wollte die Reihe unbedingt fortsetzen. Und ja, jetzt ist es endlich an der Zeit und auch hier finde ich das Cover wieder extrem schön. Mir gefällt das total gut. Ich glaube aber, die ganze Reihe hat so schöne Cover. Genau, hier geht es ja um den totgeweihten Gabimaru und der wird ja dann auf eine Insel geschickt mit anderen Straftätern und die sollen dort ein, ich glaube, so eine Art Elixier oder sowas finden, was, glaube ich, das ewige Leben herbeiführen kann. Aber allerdings ist jeder, der bisher auf diese Insel gekommen ist, nicht zurückgekommen, sondern ja, die sind alle gestorben, verschollen. Ja, und deswegen werden dann die Straftäter dahin geschickt, weil die ja entbehrlich sind. Und ja, deswegen müssen sie dann sich auf diese Mission begeben. Und ich glaube, derjenige, der es schafft, der wird dann freigesprochen. Und das ist halt auch das große Ziel von Gabimaru. Und deswegen ja, fährt er dann auch auf diese Insel mit seiner Aufseherin. Und genau, ich hatte ja das Gefühl, dass der erste Band wirklich erst nur so eine kleine Einleitung ist und dass es danach erst richtig losgeht. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was mich dann hier in diesem Teil erwartet. Und ich bin auch noch, also ich muss den ersten Teil jetzt vorher nicht nochmal lesen. Ich weiß eigentlich noch ziemlich genau, was da alles passiert ist. Das ist das Gute. Ja, deswegen, also der ist dann in der Kategorie Science Fiction oder Fantasy geworden. Und dann hatte ich ja auch noch die Kategorie freie Auswahl. Das ist ja das beste Feld, auf dem man überhaupt landen kann. Und da habe ich mich jetzt tatsächlich für einen Kriminalroman entschieden. Einfach weil ich ja letzten Monat auch den Thriller mit dabei hatte und ich habe einfach gemerkt, ja, wie wenig ich da in diese Richtung in letzter Zeit lese. Und früher habe ich im Grunde nur Krimis gelesen. Und dann hatte ich, glaube ich, einfach das Gefühl, dass ich mich überlesen habe, weshalb ich dann erstmal ja ziemlich Abstand von dem Genre genommen habe. Und ja, aber ich glaube, so langsam kann ich wieder richtig durchstarten, was das angeht, weil ich weiß nicht, irgendwie ja, habe ich es vermisst. Aber ich muss auch sagen, die ganzen, die ich zwischendrin mal probiert hatte zu lesen, die waren irgendwie ja nicht das Wahre für mich. Deswegen. Ja, will ich jetzt versuchen, mich so langsam wieder ranzutasten. Und zwar habe ich deswegen einen Kriminalroman ausgewählt und auch einen, der relativ dünn ist, so von denen, die ich noch so ungelesen im Regal stehen habe. Und zwar ist es auch eins, also ein Buch, was ich seit Ewigkeiten auf meinem Sub liegen habe. Ähnlich wie bei Dead Man's Hand letztens. Also es ist, ja, es ist arg. Auf jeden Fall ist es Der Pfahlmörder von Hans-Jörg Kühne geworden. Ihr seht hier diesen Zettel. Ich habe meine Bücher teilweise markiert, die ich noch nicht gelesen habe. Ich weiß auch noch nicht, ob mir das gefällt oder nicht. genau, also das ist auch einfach ein klassischer Kriminalroman, würde ich sagen. Also es geht hier um die Suche nach einem Killer. Und zwar wird ein Toter in einer Zahnarztpraxis gefunden und der Kommissar kommt dann zu dem Tatort. Und er ahnt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, dass das der Auftakt von einer bestialischen Mordserie ist, die er dann. Ja, in der er dann ermitteln muss. Und der Zahnarzt wurde vor seiner Hinrichtung bei vollem Bewusstsein wurden dem einfach alle Zähne gezogen. Und kurz darauf wird in einer Kirche eine zur Schau gestellte, exhumierte Leiche gefunden. Und dann, erst als die dritte Leiche auftaucht, also merkt das Ermittlerteam irgendwie, dass da scheinbar doch ein Zusammenhang irgendwie ist. Ja, und dann können die Ermittlungen irgendwie erst so richtig losgehen, denn der Mörder tötet nach historischen Vorbildern. Finde ich sehr interessant und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob mir dieser Krimi dann gefallen wird. Es hört sich ja, wie gesagt, einfach so das nach dem klassischen Krimi, sage ich mal einfach an. Deswegen denke ich, so viel kann man hier nicht falsch machen. Und das ganz Witzige hier oben war diese Beschreibung quasi Pulp Fiction Goes Bielefeld. Also spielt es tatsächlich auch in Deutschland. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie mir dieses Buch dann hier gefallen wird, falls ich es schaffe zu lesen. Das waren wieder alle Bücher, die ich mir jetzt für den Juni noch so nebenbei ausgesucht habe. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich dazu überhaupt ansatzweise komme, nach diesen Büchern zu greifen, da ich ja eine riesige Leseliste generell schon habe. Ja, aber das hier ist meine kleine feine Auswahl. Ich, ja, freue mich auf jedes einzelne dieser Bücher und wie gesagt, hoffe, ich komme vielleicht mal dazu. Genau, ihr könnt mir wie immer auch sehr gerne schreiben, ob ihr eins dieser Bücher kennt und auch was eure Leseliste für den Juni so ja, sagt, was sie betrifft. Was habt ihr euch so ausgesucht? Sucht ihr euch überhaupt vorher was aus oder macht ihr das ganz spontan? Das finde ich auch immer sehr interessant. Genau, und deswegen würde ich dann einfach an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder.